Jawohl! Und ab geht's! Herzlich willkommen bei EDZM, eurem Kanal rund ums Reisen, Leben, Motivation und allem Kram, der mir so einfällt. Heute erzähle ich euch, wie ich im geilsten Museum ganz Japans war. Ab geht's! Das Biwako Hakubutsukan Lake Biwako Museum. Das geilste Museum, in dem ich je war. Ungelogen, völlig unübertrieben. Es stimmt wirklich. Für mich war es das geilste Museum, in dem ich je war. Ich liebe Dinosaurier und ich liebe das Berliner Dinosauriermuseum. Wie heißt das denn? Das ist das Naturkundemuseum, glaube ich, in Berlin. Ich habe es geliebt. Ich liebe es immer noch. Und es war für mich immer das krasseste Museum ever, seit ich im Biwako Hakubutsukan war. Nein, nein, Freunde, diese Ehe ist vorbei. Das ist für mich das krasseste Museum und ich will euch heute mal ein bisschen erzählen, warum. Es wird ganz viel Bildmaterial geben. Ich habe einen Haufen gefilmt in diesem Kasten. Freunde, zieht euch einfach rein. Es ist mega geil. Vielleicht erinnern sich einige von euch. Ich hatte ja ein bisschen im Stream darüber erzählt, denn ich war mal wieder in Otsu unterwegs gewesen mit Lidiko gemeinsam. Und da waren wir im Biwako Hakubutsukan. Und erstmal waren wir so ein bisschen so, hey, ja, die Internetseite sieht ganz cool aus, weil die werben auch mit so einem großen Tunnel, wo man so durchgehen kann, so ein Aquariumtunnel. Und meistens ist es ja so, man kennt es ja, Leute, auf der Internetseite werben so eine Museen oder so eine Aquarien oder wo auch immer man hingeht. Meistens mit der Hauptattraktion, meistens werben so eine Museen dann meistens werben, Junge, Digga, jetzt krieg ich mal einen. Okay, ihr merkt. Ich freue mich, Biwako Hakubutsukan, geiles Museum, Digga, alles gut, ganz in Ruhe, ja. Meistens werben diese Museen ja dann immer mit ihrer Hauptattraktion. Und wenn man diese Hauptattraktion dann gesehen hat, dann ist es meistens auch schon vorbei. Und es war dann alles, was es da zu sehen gab. Jedenfalls ist das öfter mal meine Erfahrung gewesen. Biwako Hakubutsukan, nein, Freunde, genau das Gegenteil. Wir sind dahin und ihr müsst euch vorstellen, ich blende es euch auf der Karte mal ein. Das Ding liegt am Lake Biwa, über den ich eine ganz eigene Episode gemacht habe, blende ich euch hier irgendwo mal ein, könnt ihr euch gerne angucken. Ein uralter See, über 4 Millionen Jahre alt das Ding, komplett voll mit Geschichte. Na, komplett voll natürlich mit Natur und Wissenschaft und Dinosaurierknochen, Fossilien etc. und so weiter. Und die haben da einfach an dieser Küste dieses Museum gebaut. Da gibt es einen riesen Parkplatz. Auch gut zu wissen, wenn ihr da parkt und ins Museum geht, ist es auch umsonst da zu parken. An diesem Museum, weil es nicht genug ist, gibt es auch noch einen botanischen Garten. Und ich blende euch mal ein, was das gemeinsame Ticket kostet. Wir haben uns nämlich damals ein bisschen geärgert. Die haben uns nämlich gefragt, wollt ihr auch den Garten mit besuchen? Und haben Lilly und ich damals gesagt, na nee, ist noch nicht so richtig. Die Jahreszeit, gibt eh nicht viel zu sehen, aber es war unglaublich günstig. Ich kann euch nur empfehlen, besorgt euch auf jeden Fall dieses Kombi-Ticket, denn es kostet Staub. Es kostet wirklich nichts. Der Eintritt in dieses Museum ist völlig viel zu wenig. Bin ich ehrlich. Ihr kommt also rein in dieses Museum. Es ist alles neu, es ist alles schön, es ist alles sauber. Und zu eurer Rechten findet ihr so einen Kinderbereich. Jetzt kennt man mich ja inzwischen schon ein bisschen. Und wir sind da so lang gegangen und ich sehe da drinnen so eine fette Krabbe und so ein paar andere geile Sachen. Und habe direkt natürlich erstmal zu Lilly gesagt, hey, stopp, bevor wir irgendwo hingehen, rein in den Kinderbereich. Ja, wir sind also rein in den Kinderbereich. Ich habe mich da ein bisschen ausgetobt, habe da ein bisschen gespielt. Freunde, ja, bin da voll auf meine Kosten gekommen und war schon total begeistert von diesem Kinderbereich, den die da hatten, ja, wo man ein bisschen so mit so Ferngläsern Vögel gucken konnte und da irgendwie ein bisschen rumspielen konnte und so, fand ich schon direkt erstmal klasse. Genau neben diesem Kinderbereich hat es mich dann aber das erste Mal komplett aus den Latschen geprügelt. Die haben in diesem Museum da so eine Art Schatzkammer. Da findet ihr ganz viele ausgestopfte Tiere, Fossilien, Steine, you name it, die haben's. Alles sauber, alles glänzt, alles glitzert, alles nagelneu, Insekten, was auch immer ihr braucht, Leute, die haben's. Und alles wunderbar gemacht mit Glas. Ihr könnt da noch irgendwelche Malereien machen, die ihr da an die Wand pinnen könnt, also auch mit ein bisschen Interaktion. Und jetzt kommt's Krasseste. Da sitzt ein Wissenschaftler. Hinter einer Glaswand. Mit dem könnt ihr über ein Mikrofon sprechen, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt dem Fragen stellen und dann beantwortet dieser Typ. Und nicht, dass es genug ist. Nein, während der da arbeitet, könnt ihr auch sehen, was der macht. Denn da gibt es einen großen Bildschirm. Und der Typ hat in dem Fall da irgendwelche Fischgeräten gezählt oder sowas. Und ihr könnt dann auch sehen, was der macht. Der macht seine wissenschaftliche Laborarbeit da. Und ihr könnt dem einfach Fragen stellen. Bäm!
Bäm, Alter. Es ist doch übelst krass. Übrigens, Freunde, denkt wie immer dran. Ich freue mich natürlich riesig drüber, wenn ihr mal einen Daumen da lasst, ein Abo und natürlich einen Kommentar. Denn nur das führt dazu, dass über die Zeit der Kanal natürlich auch von YouTube als interessant empfunden wird und ein bisschen wahrscheinlich im Algorithmus nach oben rückt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank an der Stelle. Was ich erwartet hatte, ist, dass wir da irgendwie in dieses Museum gehen und dann sagen, okay, cool. Es gibt so ein paar Räume, da wird es ein paar Vögelchen geben und so, was man sich so ein bisschen angucken kann, was es im Biber gibt. Es wird ganz viel Geschichte geben und so. Dass dann aber gleich im Eingangsbereich dieser Laborraum da ist, das hätte ich nicht erwartet. Freunde, aber das geht weiter und weiter und weiter. Wir sind dann diesen Tunnel, ja, geradezu oder beziehungsweise neben diesem Raum einfach weitergelaufen und das Ganze entpuppte sich dann auch relativ schnell zu einem halben Aquarium. Irgendwie hatte ich also das Gefühl, ich bin nicht mehr in einem Museum, ich bin eigentlich im Aquarium slash irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja, wirklich halb Museum, Naturkundemuseum, Aufklärungsgelände. Total geil, ein riesiges Aquarium da drin, alles mögliche an Süßwasserfischen, die sich im Biwako befinden, mit feinsten Erklärungen, alles wunderbar gemacht. Auch teilweise, was ich richtig geil fand, erklärt, inwieweit das sozusagen in die japanische Ökonomie auch mit eingebaut ist. Ja, also inwieweit zum Beispiel diese Fische auch konsumiert werden oder welche Gerichte daraus zubereitet werden oder welchen Platz sozusagen die Fische, die es im Biwako Lake gibt, welchen Platz die sozusagen in der Gesellschaft haben, wie sage ich denn das jetzt, Digga? Also welchen Platz diese Fische halt im Ökosystem des Menschen einnehmen. Jetzt habe ich es gut gesagt. Dementsprechend wirklich vom Hochwertigsten, ja, da so eine aufgebauten Tribünen auch wirklich mit 3D-Modellen oder dann teilweise auch Videomaterial von irgendwelchen Fischmärkten, wo das dann verkauft wird und wo genau erklärt wird, welche Gerichte daraus gemacht werden und so. Einfach nur geil und überhaupt habe ich gar nicht damit gerechnet, dass so viele Aquarien da drin sein werden. Es gibt öfter mal auch in japanischen Aquarien die Möglichkeit, sich Dinge genauer anzugucken, Dinge auch anzufassen. Und das gab es diesmal auch. Die hatten so kleine Süßwasserkrebse da und die konnte man dann auch anfassen, wenn man wollte. Das ist natürlich für Kinder immer eine ganz tolle Aktion. Für die Tiere immer so ein bisschen suboptimal, muss man natürlich sagen. Auf diese Thematik gehen wir lieber gar nicht ein, weil dann verlaufen wir uns komplett, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Was mich komplett auch wirklich... Leute, das war unnormal. Die haben da Störe gehabt. Ich glaube, das sind Störe. Ich blende euch mal ein, was für ein Fisch das wirklich ist. Ich glaube, das sind Störe. Die haben da Störe gehabt. Leute, ich dachte, da ist ein weißer Hai in dem Aquarium drin. So eine Glasscheibe. Und dann sind da einfach 5 oder 6 so eine Tiere drin, wo du sagst, Digga, ich weiß ja, dass die durch die Glasscheibe größer sind, aber man konnte ja oben auch reingucken und die waren so groß. Ich wusste ja vorher nicht, dass Störe so groß werden, Leute. Das ist unnormal. Wirklich, also ich war hellauf begeistert von dieser ganzen Aufmachung dieses Museums für umgerechnet irgendwas um die 8 Euro oder was wir da bezahlt haben. Mindblowing. Und es ging immer weiter. Es ging einfach immer weiter. Das war das Krasseste an diesem Tag, dass es einfach immer so weiterging. Ihr geht von Raum zu Raum und von Etage zu Etage und es lässt einfach nicht nach. Ihr kommt in den nächsten Raum und auf einmal denkt ihr euch so, was? Ich erinnere mich noch, als wir dann sozusagen da so ein bisschen in so einem Wissenschaftsraum angekommen waren, wo so ein bisschen erklärt wurde, okay, welchen Platz findet eigentlich die moderne Welt und die Technik und welchen Platz finden irgendwelche Gräser und Tiere eigentlich im Ökosystem der Menschen, wo das alles mal so wirklich schön erklärt wurde. Wie hat sich da auch der Mensch entwickelt, so von den 50er Jahren, 30er Jahren zu der modernen Welt, und die hatten diese ganzen Modelle da und auch ein riesiges traditionelles japanisches Haus aufgebaut, ja, wie das so in den 50ern aussah oder wo man sich angucken konnte, wie haben die Japaner in der Zeit da so gelebt in so einem Haus. Also auch wirklich so eine ganz liebevoll gestalteten 3D-Modelle. Modelle, die man von echten Häusern oder von echten Gegenständen einfach nicht unterscheiden kann. Teilweise natürlich auch alles echt oder wenn es um Tiere geht, natürlich auch teilweise dann ausgestopft. Freunde, Irrsinn. Von einem Raum in den anderen gestürzt und die Begeisterung wuchs und wuchs und wuchs. Was natürlich auch cool für uns war, dass Lilikos Vater, der ja eine Billboard Company hat, also eine Firma, die sich so mit Druck und Schildern und sowas beschäftigt, dass der im ganzen Außenbereich dieses Museums die Billboards gestellt hat. Also Lilikos Vater, beziehungsweise die Firma von Lilikos Vater und dementsprechend dann Lilikos Vater, hat diese ganzen Schilder hergestellt fürs Biwako Hakubutsukan. Und das war schon richtig cool für uns, als wir dann draußen waren und die Schilder gesehen haben, dass wir dann wussten, hey, das ist von Lilikos Dad. Das fand ich persönlich nochmal für mich so, hat nochmal ein i-Tüpfelchen draufgesetzt. Ihr merkt schon, Freunde, Biwako Hakubutsukan ist die krasseste Empfehlung. Das Ding ist viel zu günstig, viel zu gut, viel zu geil gelegen, viel zu informativ und macht viel zu viel Spaß. Alles, was ihr wissen müsst, habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt.
auch der ganze Außenbereich dieses Biwako Hakobutsukans war einfach nur fantastisch. Wenn ihr nämlich rausgeht, gibt es dann noch so einen ganz wilden Außenbereich. Da war leider teilweise ein bisschen was geschlossen wegen der ganzen C-Aktion. Aber wenn das offen hat, zum Beispiel im Sommer kann ich mir vorstellen, ist das auch nochmal ein Topic. Da gibt es nämlich so einen Außenbereich, wo man dann wahrscheinlich auch mit Mitarbeitern so ein bisschen gucken kann, hey, wie war eigentlich sozusagen früher das Leben, wenn man so Felderanbau hatte und sowas. Da gibt es so einen ganzen Abenteuer-Außenbereich und auch so einen kleinen Naturpfad, wo man so ein bisschen gucken kann, hey, was für Vögel leben hier in den Bäumen. Also ein ganz kleiner Urwald ist da irgendwie auch mit drin. Und natürlich die wunderbare Aussicht auf den Lake Biwa. Das ist einfach ultra. Es gibt da auch einen kleinen Strand, der auch zugänglich ist, wenn man das Museum nicht besucht. Dann müsst ihr natürlich aber den Parkplatz bezahlen. Auch eine absolute Empfehlung. Nicht nur dieses Museum, sondern danach vielleicht nochmal unten an diesen Strand zu gehen und ein bisschen die Küste vom Lake Biwa zu genießen mit der Aussicht auch auf die Bergketten. Freunde, es ist schon eine Weile her, dass ich da war und ich bin immer noch so fertig, wenn ich darüber berichte, wie geil es ist. Ihr müsst wirklich in dieses Museum. Es ist und bleibt das geilste Museum erstmal, in dem ich je war. Freunde, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein. Ciao.